Hier ist der Stefan vom Wärmebild24. Was habe ich Schönes dabei? Das FL35R. Ihr alle kennt das FH35R. Jetzt haben wir das FL, also mit dem kleineren Sensor, der 384er. Super Gerät, packen wir mal aus. Ist eine ganze Menge dabei. Wie der Name schon verrät, die Finder-Serie, also mit einem Laserentfernungsmesser. Ja, ist wieder eine praktische Tasche dabei, wieder hinten mit Schlaufen für einen Gürtel oder eben halt als Tragetasche. Der Riemen, der Handriemen, wieder Datenkabel, Ladekabel, der Gurt für die Tasche, ein zweiter Akku, wieder mit der Markierung, wie ihr es schon gewohnt seid von Infiray, damit ihr wisst, wie ihr den Akku einlegt. Ja, und das Brillenputztuch. Und noch ein Handriemen, eine Ladeschale mit zwei Akkusteckplätzen, ein Netzstecker, eine Bedienungsanleitung und jetzt reicht es ja langsam, das Gerät an sich. Gucken wir mal rein. Zack. Ja, sehr gelungen. Ja, ist gewachsen. Wir kennen das FL25, den kleinen Bruder oder die kleine Schwester mit dem 25er Objektiv. Jetzt haben wir ein 35er Objektiv mit einem Metalldeckel. Vorher war es immer so eine Gummikappe. Das finde ich jetzt schon besser hier. Es wirkt wirklich sehr wertig, ist massiv, es schützt richtig gut. Wo ihr aufpassen müsst, wenn ihr den Deckel dreht und ihr macht den auf, geht der Laserentfernungsmesser nicht, weil er ist abgedeckt. Ist uns auch passiert draußen in der Praxis. Wir haben gedacht, das Gerät ist kaputt. Nein, dadurch, dass dieser Objektivschutz, dass der beweglich ist, könnt ihr aber schnell das verdecken, den Laserentfernungsmesser. Das Gerät an sich ist gut von der Bedienung. Es ist natürlich jetzt wesentlich größer, fast ein Drittel als sein Vorgänger. Dafür habt ihr aber jetzt ein Wechselakkusystem. Die Akkus liegen so bei 7 Stunden Betriebsdauer. Ja, 6 Stunden esse ich lieber immer runter, weil das sind Idealbedingungen, die da angegeben sind. Aber mit 2 Akkus, ja, wenn ihr da 12 Stunden, 14 Stunden draußen seid, also da braucht ihr eigentlich nicht mehr. Ihr braucht keine Powerbank oder irgendwelche Kabel. Was wieder sehr gut gelungen ist, ist die Markierung am Akku selber und am Gehäuse. Ihr wisst sofort, wie ihr den Akku einlegen müsst, könnt da nichts falsch machen. Auf dem Akku selber ist auch nochmal beschriftet, wie er zu verschließen ist und wie er zu öffnen ist. Auch hier ist wieder ein Gewinde unter dem Gerät, wo ihr einen Tragegurt befestigen könnt oder wo ihr das Gerät auf ein Stativ montiert. Und der Dateneingang ist diesmal unten. Wir hatten jetzt schon an der Seite, wir hatten ihn vorne, jetzt haben wir ihn unten, wie wir es auch von den ersten Geräten gewohnt waren. Ja, das macht sich auch sehr gut. Ein HDMI-Anschluss ist dabei, das ist auch neu. Und der USB. Der Dioptrinausgleich ist jetzt ein bisschen versetzt, also verdeckt an der Seite, ist auch schön leichtgängig. Und das Okular ist gummiert, wo ihr aufpassen müsst, es ist nicht drehbar. Also ihr müsst es abklappen, wenn ihr das Gerät aufs linke Auge setzen wollt. Müsst ihr aber ein bisschen gucken, weil ihr habt hier den Sensor hinten dran, wie wir es von der Finder-Serie gewohnt sind. Wenn wir das Gerät ja vom Gesicht nehmen, geht es automatisch in Standby-Betrieb. Und wenn man es wieder vors Gesicht nimmt, ist der Sensor hinten drin und das Gerät geht wieder automatisch an. Da müsst ihr halt gucken, wie ihr damit klarkommt. Es ist eigentlich fürs rechte Auge gedacht. Aber links ist es machbar und auch möglich. Was mir sehr gut gefällt von der Bedienung ist, die Tasten sind diesmal wesentlich größer als wie bei dem Vorgängermodell. Ihr könnt die viel besser ansteuern. Sie sind angehoben. Ja, man hat mir diese Wippe dazwischen, damit ihr wisst, wo ihr seid. Der Laserentfernungsmesser hat wieder eine separate Taste. Ich finde das immer sehr, sehr gut, weil viele Geräte haben das integriert im Hauptmenü. Da sucht ihr ewig oder müsst ihr Doppelfunktion. Hier ist ein Tastendruck und ihr habt den Laserentfernungsmesser. Dieser ist auch wieder einstellbar auf Permanentmessung oder auf Einzelmessung. Ich lasse ihn gerne auf Permanent, weil so brauche ich bloß über das Stück drüber wegfahren und weiß sofort, auf welcher Entfernung das Stück steht. Macht sich sehr, sehr gut. Und das Gerät oder die Nachfolgemodelle der FL35 im Gegensatz zum 25er ist, der Laserentfernungsmesser ist nicht so sensibel. Das heißt,
Bei der Vorgängerserie war es so, ihr musstet die Hand wirklich komplett ruhig halten, ihr durftet nicht wackeln. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Er misst wirklich super genau und er verzeiht auch mal ein paar Ruckler. Also auch für den Grobmotoriker ist das Gerät absolut geeignet. Ja, das Menü ist genauso wieder aufgebaut, alles selbsterklärend. Wie wir es von Infirail gewohnt sind, haben wir auch schon etliche Videos drüber gemacht. Ein WLAN-Modul ist verbaut, ein fester Speicher ist verbaut. Also ihr könnt es mit der App nutzen. Ihr könnt Videos und Fotos machen, ihr könnt die über die App angucken oder auf dem Rechner, was ich immer empfehle, zieht es runter, bearbeitet es dann oder guckt es euch dann an, weil einfach die Geräte sind nicht für den massenhaften Zugriff ausgelegt. Das heißt, ihr habt mehrere Bilder offen, das Gerät hängt sich halt mal schnell auf. Arbeit zur Abbildungsleistung. Dadurch, dass das Nachfolgemodell, also die FL35R und die FH35R eine neue Software haben, ist das Bild wesentlich klarer. Die Sensorstärke ist ja eigentlich die gleiche geblieben, aber das Bild wirkt nochmal detailreicher, es wirkt heller, es wirkt frischer. Also ich war eigentlich recht begeistert, was die nochmal aus den Geräten rausgeholt haben. Da kann man wirklich nicht meckern. Vom Sehfeld sind wir ein bisschen eingeschränkt. Wir haben hier 13 Meter Sehfeld. Das heißt, der Waldjäger könnte es zu eng empfinden, möglich ist es noch. An der Kürung ging es gut, aber wenn ich wirklich der Waldjäger bin, die 3,5-fache Grundvergrößerung, die schränkt mich schon ein bisschen ein. Am Feld, mega, super, also ich komme damit zurecht. Ich habe selber ein Feldrevier, also kann ich das Gerät eigentlich nur empfehlen. Also Wald- oder Feldjagd, super. Ansonsten von der Reichweite her, ja, so Wärmequellen werden detektiert, so 1300 bis 1700 Meter, geht man immer vom Mensch aus. Also bleibt ein bisschen drunter, ansprechen, erkennen, 250, 300 Meter. Das Gängige, was ihr auch schon gewohnt seid von den Geräten mit dieser Sensorstärke. Ja, und auch die Ansteuerung, also die Bedienung auf der Jagd macht sich auch sehr gut. Es ist sehr praktikabel, es ist nicht zu schwergängig, man verreist nicht die ganze Zeit. Es ist wirklich schön dezent dosiert. Und wenn man einen Riemen dran hat und im Hals hängt, stürzt er ihn auch nicht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, es wiegen muss ich noch. So, gucken wir mal, 450 Gramm, sagt glaube ich der Hersteller. Ja, 450 waren, ich habe keinen Akku drin. Wir sind bei 375 Gramm ohne Akku und mit Akku seid ihr bei 437 Gramm, also rund 450 Gramm. Das passt, also knapp ein halbes Kilo. Das ist vertretbar für die Größe, für das, was ihr bekommt mit dem Gerät. Also, ja, es ist nicht zu schwer. Ja, 5 Farbpaletten habe ich erwähnt. Ja, Displayauflösung 1024, das ist ein OLED-Display. Also auch sehr hochwertig alles. Es macht sich bemerkbar in Abbildungsleistung. Dementsprechend, ja, clever Pitch. Mega Gerät, kauft es. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. In diesem Sinne, euer Stefan Weidmannsheil.